Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind hier was ist das hier? Warburg. Da haben wir letztes Mal aufgehört. Das ist ja eigentlich nur ein kleines Nebengleis. Die eigentliche Ringstrecke, die wir bauen wollen, geht ja hier über Wriesen nach Bergisch, nach Hausach. Da wollen wir ja lang. Königstein im Taunus, da wollen wir lang später. Aber ich habe mir überlegt, bevor wir da irgendwie großartig weitermachen, machen wir Folgendes. Wir klemmen jetzt erstmal definitiv noch Rötter an, oder wie es heißt. Ja, Rötter. Und darüber müssen wir halt hier über diesen Fluss gehen. Und das machen wir jetzt. Wir haben hier noch wunderbare Linien frei. Ich meine, hey, warum nutzen wir es nicht? Ne? Warum nicht nutzen? Wenn wir die Möglichkeit haben. Bei diesem geilen Bahnhof. Der zugegeben etwas futuristisch aussieht, aber er funktioniert. Gut. Guck mal, wie wir hier rankommen. Sehr geil. Funktioniert ja tadellos. Das ist ja mal richtig geil gemacht. Auch der kommt hier ohne Probleme raus. Hammer, oder? Das sieht doch mal richtig hammerhart aus. Gut. In Ordnung. Gehen wir mal darüber jetzt. Ja, Bau nicht möglich. Brückenpfeiler und was weiß ich nicht was. Mal kurz ein bisschen rausgehen. Ziehen das Ganze mal. Kommen wir darüber. Na, wird eng, wird eng. Machen wir es mal so. Kostet mal eben 12,1 Mille. Aber hey, es sieht geil aus, oder? Es hat doch was. So, lass mal gucken. Die kommen noch wunderbar da durch. Das ist in Ordnung. Muss ja so sein. Wartet mal. Und den hier. Also der eine wird jetzt abzweigen, ne? Dann machen wir Folgendes. Der hier wird dann einen anderen Weg nehmen. So an sich. Na. Krümmung zu groß. Du machst mal einen auf den hier. Du gehst dort lang. Bap, nein. Das sollst du machen. Ah, jetzt hat er natürlich das verkehrte Dings genommen. Ärgerlich. Nochmal wegreißen. So, ein bisschen Steigung ist drin, okay. Aber damit kann ich leben. Ja, du gehst nämlich raus. Ich will das hier haben. Ja, du sollst nämlich die andere Richtung nehmen. Du wirst dann... nämlich nach Wörth an der Donau und das andere geht an Röther ran. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen mehr verzweigen. Jetzt mal kicken, dass wir hier rankommen. Hier sind wir wieder auf dem Dings. Aber da können wir mit dem Tunnel arbeiten, glaube ich. Und ich sehe gerade, ich habe gerade Mist gebaut. Ich habe gerade Mist gebaut, Freunde. Mit einem 30 km/h Gleis kommen wir hier nicht weit. Ich habe Mist gebaut. Aber das kriegen wir aufgerüstet. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Weil das wäre ja lächerlich, wenn wir hier mit auf so einer Strecke hochmodern, aber nur mit 30 km/h lang eiern würden. Das wäre ja Blödsinn. So. Zoom nochmal kurz raus. Mach das mal weg. Und dann gehen wir hier durch den Tunnel. Noch ein bisschen. Möglichst da raus. Und dann sind wir auch schon da. Mal gucken, ob wir hier irgendwie eine Anbindung schon haben. Nein, außer irgendwie hier nur eine LKW-Station. Haben wir hier noch nichts. Lass mal checken. Meistens sind da hinten.
Da ist Öl. Da könnten wir eigentlich... Obwohl, Rohöl bringt uns hier gar nichts. Ah, das ist diese... Genau, das ist diese Geschichte. Verstehe. Okay, alles klar. Das heißt, da müssen wir ansetzen. Machen wir gleich mal. Was haben wir denn hier? Bahnhof. Ich will den aber auf 400 Meter haben. Ein schöner Bahnhof soll es auch sein. Lass mal gucken. Ob wir die hier oben irgendwie rankriegen. Ich fürchte ja fast nicht. Genau, mit dem Terrain ist wieder so eine Sache. Dann machen wir es anders. Klemmen wir ihn so an. Wenn möglich. Hochgeschwindigkeit und einen zweiten Straßenanschluss will ich auch mal haben. Für alle Fälle. Machen wir es so. Dann können wir nämlich hier rum und direkt anschließen. Wenn ich jetzt mein Gleis wieder finde. Hier ist es ja. Kommen wir da durch. Ja, kommen wir sogar durch. Perfekt. Sehr geil. Sehr gut. Okay, das war das eine. Das heißt, wir brauchen jetzt noch mal einen Abzweig. Und hier tue ich mich schon wieder schwer mit der Brücke. Na komm. Aber... Krümmung zu groß, Krümmung zu groß, Krümmung zu groß, natürlich. Ah, wie ich das liebe, ne? Wenn es nicht nach Plan funktioniert. Ah, hier ist noch ein kleines Futzelchen. Na. So geht's. Soll natürlich auch zweigleisig fahren, das ist ja logisch. So. Ansonsten funktioniert das ja hervorragend. Das kostet natürlich einen Haufen Asche, ne? Wirklich einen Haufen Asche. Alles nicht ohne. So. Aber gleich steht die Strecke schon mal. Und dann bringen wir auch hier Personen ran. Ganz schön viel Aufwand für ein Nebengleis nur, ne? Das muss man sich mal überlegen. Ein Nebengleis, ganz schön viel Aufwand. Okay. Die Strecke steht. Damit kriegt Röther auch gleich was. Personen. Müssen wir natürlich sehen, dass wir das Ganze auch dementsprechend verbinden. Sprich mit ÖPNV und so weiter. Und dann kriegen die hier auch... Eigentlich sollten die da auch mehr Waren und so weiter rangeliefert bekommen, theoretisch. So. Mal gucken, dass wir hier eine X-Weiche legen. Gucken, ob das so klappt. Ja, klappt sogar sehr gut. So habe ich mir es gewünscht. Dann gibt es hier hinten nochmal auf der Brücke ein. Nochmal, sehr gut. Und vom Tunnel auch. Weil wir werden nachher bestimmt ein paar mehr fahren. Zack. Und direkt vom Tunnel bitte auch nochmal ein. Damit das hier überhaupt keine Probleme gibt. Klappt ja heute wie am Schnürchen. Das ist ja schon... Ja, riskant. Also das ist ja schon... Sehr verwunderlich, dass das heute mal am Schnürchen klappt. Ihr wisst ja, mit den X-Weichen bin ich manchmal auf Kriegsfuß. Weil es einfach nicht...
klappt, weil irgendwie... Ja, der Boden nicht richtig passt und was weiß ich nicht, was das Game alles meckert. So, vor der Brücke, auf der Brücke müssen wir auch nochmal was machen. Das geht noch nicht. Krümmung ist noch zu groß. Aber hier geht's. Na. So, zack. Sehr gut. Nächste X-Weiche. Dann haben wir hier nämlich auch schon wieder einen neuen Anschluss. Hier vorne geht es rein. Das heißt, hier werden wir nochmal eine Weiche legen, obwohl... Ja doch, hier brauchen wir nochmal eine. Muss sein. Damit die auch wunderbar hier abschließen können. Gut, damit hätten wir den angeklemmt. Und der muss aber auf das Gleis noch mitkommen. Weil sonst kriegt der keine Züge drauf. Gleiches gilt natürlich dann für ihn hier auch. Ja, einmal so. Einmal so. Dann sind die verbunden. Sehr schön. Das heißt, wir legen jetzt nochmal... Oder können wir eventuell das Ganze... mit den Kleinen nochmal machen? Ich überlege gerade, ob wir die Strecke, die hier ist... Die rote... Quatsch, das hier. Das ist... Mach mal das weg. Danke. Hier steht der Zug. Das ist Warburg-Wriesen-Personen. Warburg-Wriesen-Personen. Eigentlich sollte das nur so eine Hin- und Herstrecke sein. Ich glaube, da werden wir nochmal extra was draufpacken. Nochmal eine neue Strecke machen. Schaden tut es, glaube ich, nicht. Ich hätte gerne nochmal eine Strecke von hier nach Röther. Vielen Dank. So, das wird Warburg. Röther. Nächste S-Bahn. Ab. In einen Goldton oder was es sein soll. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch dementsprechend mit Dingsbums ausstatten. Und damit hätten wir dann schon wieder die nächste Linie. Einmal Signale bitte einblenden. So. Einmal hier. Ah, geht das wieder los? Da. So, okay, das passt. Pass auf. Ja, wo hält's da? Hier nochmal ein paar. Dort. Sehr gut. Und vom Tunnel gibt's auch noch. Klappt auch hervorragend. Das klappt heute wirklich richtig gut. Ich bin mega zufrieden. Das ist der Hammer. So, im Tunnel lassen wir mal nix. Da bin ich kein Freund von, da was reinzubauen. Ganz ehrlich. Schupp. Einmal hier. Dann hinter dem Signal. Sehr gut. Jetzt hier noch.
Das wollen wir nicht. Da noch. Da noch. Da noch. Warum euch fragt vielleicht, warum baut ihr jetzt so viele Blöcke? Ganz einfach. Damit später es keinen Stress gibt, wenn hier mehrere Züge drauf fahren. Ja, also wenn da so viel los ist, ja. Das hat uns jetzt richtig arm gemacht. Ich lasse mal laufen. Und schon geht die Performance in den Keller. Ist das böse. So, wir brauchen natürlich noch einen Zug. Das ist ja klar. Wo haben wir denn unser Depötchen? Geesthacht war es nicht. Rammstein. Oh. Da ist ja so viel krasse Action los. Wahnsinn, was hier abgeht. Gut. Mal sehen, was wir Schickes kaufen können. Übel. Leg of Doom. Leg of Doom. Mach mal was aus. Was können wir denn bauen? Da soll ja auch ein bisschen was 500 km/h. 320 Passagiere. Boah, das ist too much. Ich hätte gern was Cooles. Irgendwie. TGW ist übertrieben. Wie immer auf der Suche nach dem passenden Wagen, ne? Nach dem passenden Zug. 140, 320, dazu Power. 140. Ja, 320, 200. Sevilla. 190. Stadler, TGW Prototyp. Renf sind zu schnell für diese kurze Strecke. 136 mit 150. 250. 160. Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. 74er. Die nehmen wir. Das war so ein komisches. Ich glaube, in dem Ton. Da nehmen wir gleich mal 1, 2, 3, 4. Nehmen wir erstmal. Später wird es noch ausgebaut. Wo bist du? Warburg, Röther, S-Bahn. Auf geht's. Zeig uns, wie hübsch du bist. So. Da kommt sie. Sehr geil. Stopp. Das sieht doch mal hübsch aus, oder? Ein geiles Teil. Richtig genial. Davon gibt es einen Sweeney. Das kennt ihr ja. So. Lassen wir mal laufen. Da kann man sogar fahren. Ob der freie Bahn bekommt. Und dann sind wir auch gleich schon wieder durch mit dem Part für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen da oben. Und wie immer entlasse ich euch heute mit der Bahnimpression. Und beim nächsten Mal geht es dort weiter mit ÖPNV und ja, den nächsten Abzweig. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.